Ganz unproblematisch ist es nicht. Einfach weil wir noch nicht die Nachbeobachtungszeiten haben können, die man gerne hätte. Also zu Langzeitfolgen kann man nicht sagen, wenn es das Zeug erst seit 6 Monaten gibt. Andererseits ist es eben so, dass durch viel Geld, was in die Entwicklung gesteckt wurde, auch dadurch, dass viele Menschen Interesse daran hatten, an Studien teilzunehmen und dadurch, dass die Erkrankung eben im Moment häufig ist, dann doch innerhalb relativ kurzer Zeit eine ganz ordentliche Datenbasis erzielt werden konnte. Aber in der Tat geht es im Moment viel schneller als sonst. Und es gibt eben auch noch viele Fragen, die man auf der bisherigen Basis nicht beantworten kann.